So, ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Fallout 3. Dieses Mal und die nächsten zwei Folgen leider nachkommentiert, weil ich vergessen habe, einfach von meinem Headset das Mikro runterzuklappen. Und da habe ich jetzt halt mal drei Folgen lang gelabert. Jetzt hauen wir erstmal den Red Skorpion hier weg. Und ja, hab's dann erst nach der dritten Folge gemerkt, dass das Mikro gar nicht runtergeklappt war. Und dann mit Lautstellen war leider auch nichts, weil dann das Rauschen einfach zu stark gewesen wäre. Gut, ich frische jetzt erstmal meine Lebensenergie wieder auf, dass wir wieder ja, genug Trefferpunkte haben. Dann gehen wir hier in Smith Caseys Garage rein. Dort muss sich jetzt irgendwo der Eingang zur Vault befinden. Okay, da haben wir eine, ja, eine Red-Kakerlake. Da wechsle ich nochmal auf die schwache Pistole. Dafür reicht die ja locker aus. Da müssen wir jetzt nicht unsere gute Munition verschwenden. Ja, dem Cola. Gut, da sind zwei Colas drin in dem Automaten. Sonst ist hier aber, glaube ich, nichts. Doch, da hinten. Eine Quantum-Cola. Na komm, ja. Da ist sie. Haben sie doch ganz gut versteckt, die Entwickler. Aber ansonsten, da ist eine Maulwurfsratte da hinten. Und, oh, da ist sogar eine nah bei uns. Mach was mit der Zielsicherung oder mit der Zielvorrichtung, dann geht's doch etwas besser. So. Okay. Die nächste kommt, glaube ich, auch mit dem Schleichmodus. Schau mal, ob es was bringt. Können wir die zumindest mal gerade weghauen? Ja, komm, alles drauf, was wir haben. Uns hat gereicht. Gut. Einmal nachladen. Hier scheint noch irgendwo was rumzuwieseln, aber auf den ersten Blick erkennen kann ich jetzt hier nichts. Nö. Ja, der Kollege hier, der scheint es wohl auch schon ein bisschen hinter sich zu haben. Da haben wir jetzt noch eine moderne Zuhaltung. Die nehme ich mal mit. Die Batterie nehme ich auch noch mit. Und in der Truhe ist leider nichts mehr drin. War wohl scheinbar schon jemand vor uns da. Okay, ich hoffe, mit der Stimme geht's einigermaßen. Also, ich bin jetzt auch noch ein wenig erkältet. Wahrscheinlich habe ich mich jetzt gerade geräuspert. Und werde es eventuell auch zwischendurch jetzt hier nochmal beim Nachkommentieren machen. Es ist auch gerade erst eine Stunde her, die Aufnahme. Von daher hoffe ich mal, dass ich noch soweit einiges weiß. Ja. Den Erste-Hilfe-Kasten nehmen wir noch mit. Das schmutzige Wasser lasse ich aber drin. Das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Gut, ein Stapel Reifen. Die Maulwurfsratte hat sich's da hinten bequem gemacht. Und hier haben wir noch einen Werkzeugkasten. Da ist was drin. Das Altmetall nehme ich mal mit. Da kriegen wir ja entweder von dem von dem Ghoul oder von Walter ja noch gutes Geld für. Und ach, in dem Gewehrschrank. Ja gut, da haben wir auch noch was drin. Einmal Pistole und einmal Schuss. Da ist auch wieder Munition und eine Pistole. Und da hinten müsste doch eigentlich, nee, da hinten ist nichts mehr. Gut, die Pistolen setzen wir auch gerade mal noch zusammen, dass wir dann wieder eine voll funktionsfähige haben. Ist zwar jetzt nicht so gut, die Pistole, aber immerhin besser als nichts. So, ja, das mal drauf und ach, da können wir jetzt auch schon nicht mehr, weil wir da einen Punkt reparieren zu wenig haben. Wir haben aber doch, glaube ich, eine Rüstung, die reparieren verstärkt. Da schaue ich gerade mal nach. Oder einen Anzug. Nee, das war Schleichen, auch Schleichen. Dietrich reparieren. Genau, die. Die ziehen wir gerade mal an. Uns hat ja da nur ein Punkt gefehlt, um das zu reparieren. Und jetzt haben wir die wieder doch nicht ganz auf vollem Zustand. Hat jetzt, glaube ich, auch nur ein oder zwei Schadenspunkte ausgemacht. Weiß ich gar nicht. Aber immerhin, ja, haben wir dann jetzt wieder eine voll funktionsfähige Pistole. So. Den Schalter legen wir um. Auf die Ranger-Rüstung habe ich jetzt glücklicherweise auch gewechselt. Nicht wie beim letzten Mal, wo wir die ganze Zeit mit der falschen Rüstung rumgelaufen sind. Oh, eine Maulwurfsratte. Da werden wir dann auch mal drauf feuern. Drei Schüsse sollten reichen. Ne, reichen nicht. Gut, dann
treten wir mal den Rückweg an, laden nach und da ist noch eine. Hauen da auch nochmal drauf, was wir haben. Ja, das... Na gut, hätte besser laufen können, aber wir haben ja echt Munition für die Pistole, dass wir uns da erstmal keine Sorgen machen müssen. Und ja, der Schleichmodus ist vielleicht jetzt doch wieder etwas sinnvoller. Haben wir mittlerweile, glaube ich, eine Fähigkeit von 80 oder so. Von daher machen wir dann auch ordentlich Zusatzschaden und sind auch schwerer zu entdecken. So, hier geht es jetzt zur Vault 112. Ich speichere noch schnell. Und dann schauen wir mal, was sich dahinter verbirgt. Einmal ducken. So, dann gehen wir hier nach unten. Wieder im Schleichmodus, ja. Hier ist jetzt der Eingang und da haben sie so eine Eingangskonsole. Beziehungsweise eine Türsteuerung für den Eingang. Dann öffnen wir das gute Teil doch mal. Ja, läuft eigentlich ganz gut. Bin mal sicherheitshalber aus dem Weg gegangen. Wer weiß, was uns da entgegenkommt. Auch mal auf die Waffe gewechselt, auf die stärkere. Aber hier drin sieht es relativ ruhig aus. Ja. Das will mir eigentlich ganz gut gefallen. Okay, hier haben wir... Ja gut, hier haben wir noch die Steuerung für innen. Also könnten wir die Tür dann wieder zumachen, aber wer weiß, wenn wir hier mal schnell rausfliehen müssen, ist das, glaube ich, nicht so sinnvoll. Hier haben wir noch Computer und hier ist eine Tür. Und sieht doch sehr ähnlich aus wie der Ausgang bzw. Eingang in einer der ersten Folgen, als wir aus der Vault 101 raus sind. Hier an dem Ding können wir aber nichts machen, oder? Nee. Das sieht nicht so aus. Sind wohl irgendwelche Steuerungscomputer oder so. Ja, dann bleibt eigentlich nur noch die Tür. Und, ja, ich räusper mich mal gerade. So, passend wieder zurück. Und da haben wir einen Roboter. Der wird aber noch nicht als feindlich angezeigt. Nee, der ist auch auf unserer Seite. Willkommen in Ward 112 Einwohner. Mhm. Laut der Sensoren sind Sie 202,3 Jahre zu spät angekommen. Das passiert mir sonst bitte nie. Bitte ziehen Sie wieder Ihren von VaultTech ausgegebenen Vault Overall an. Wenn Sie Ihren Overall verlegt haben, darf ich einen neuen ausgeben. Ja gut, dann bitte her damit. Gehen Sie, sobald Sie angezogen sind, die Treppe hinunter auf die Hauptebene, um in Ihrem zugewiesenen Tranquility-Sessel Platz zu nehmen. Bitte okay. Platz nehmen. Das klingt jetzt etwas seltsam. Mal gespannt, was das jetzt wird. Ich schaue mir mal gerade den Overall an. Mal gucken, was der so für Werte hat. Na, komm, bitte schau an. Ja, ich weiß, so, genau. Jetzt, der 112er Overall. Nahkampf plus 2, Sprache plus 2. Bringt uns jetzt nicht so viel im Moment, also nicht so nützlich. Von daher können wir den noch erstmal auslassen. Es tut mir leid, oh. Aber ich bin gerade nicht in der Lage für ein Schwätzchen. Das ist aber schade. Also hast du sonst nichts zu sagen. Gut, dann machen wir bitte die Tür mal zu. Ja. Vielen Dank für die Kooperation. Sonst kommen wir nämlich nicht an dir vorbei. Hier scheint wohl dann das Terminal zu sein, wo er zurückgerufen werden kann. Dann geht's mal weiter nach unten. Und hier geht's zur Klinik. Und das hier sieht aus wie so eine Kälteschlafkammer. Also so wirklich vertrauenserweckend scheint mir das nicht, muss ich sagen. Und da müssen wir uns dann wahrscheinlich reinbegeben. Ja, das scheint hier doch etwas, fortschrittlicher zu sein. Das Wort habe ich gesucht. Hier sehen wir es dann nochmal etwas besser. Ja, schon etwas, sagen wir mal, mysteriös das Ganze. Können wir hier rein? Ja, können wir. Gut.
Das scheint hier so eine medizinische Station zu sein. In den Spinden ist nichts. Da ist auch nichts drin. Nee. Clipboard brauchen wir jetzt nicht. Kaffeetasse. Hängen ein paar Röntgenbilder. Und die Stühle sehen, glaube ich, auch anders aus als bei uns. Die sind etwas bequemer. Also bei uns in der Vault 101, wo wir zuerst waren. Ja, hier sind noch Clipboards. Ich muss mich nochmal räuspern. So, nächste Station. Hier ist aber doch ein Erste-Hilfe-Kasten. Da können wir dann das Blutpaket und das Stimpak mit rausnehmen. Oder von rausnehmen. Telefon oder irgendwas. Spind. Ach, hier ist wenigstens was drin. Allerdings Messer, Reinigungsmittel, Karton. Nö. Brauchen wir jetzt nicht. Das Altmetall nehme ich mal wieder mit. Da ist jetzt nichts. Der ist auch leer. Hier ist wieder was drin. Die Stange Zigaretten nehme ich mit. Die bringen ja ein bisschen was an Geld. Und sonst ist hier aber, glaube ich, nichts mehr. Nee. Okay, dann ja, schauen wir uns mal weiter um. Wir hier noch irgendwas finden. Da kommen wir jetzt auf die andere Seite, ja. Aber hier sind irgendwie nur irgendwelche Server oder sowas in der Art. Ach, hier ist doch noch ein Durchgang. Ah, noch ein Roboter. Oder bist du der von oben? Ja, guten Tag. Weiß ich gar nicht. Aber dann, ja, fahr du mal eine Runde durch die Gegend. Das passt schon. Ah, hier ist das Büro des Aufsehers. Da können wir doch mal gerade reinschauen. Nee, können wir nicht, weil das halt einen Schlüssel erfordert. Da kommen wir jetzt vorerst noch nicht rein. Hier in die Tür. Nee. Wird von anderer Stelle aktiviert. Da müssen wir erst das Terminal freischalten. Das hier. Und, gut, dann einmal nach unten. Dann können wir uns endlich mal hier unten auf den unteren Ebenen anschauen. Oder die untere Ebene anschauen. Yep. Und hier haben wir jetzt diese Tranquility-Sessel. Hier noch was, eine Art Serverraum. Da kommen wir aber rein, ja. Aber ja, hier ist, glaube ich, ne, hier ist leider nichts Interessantes oder nichts, was wir mitnehmen können. Schade. Noch so ein Roboter hier. Scheint doch mehrere davon zu sein. Nur der Ward 112 Overall ist zulässig. Alle anderen Kleidungsstücke müssen abgelegt werden, um Schäden an der Ausrüstung zu vermeiden. Vielen Dank für die Mitarbeit. Ja, bitte. Gut, das heißt, wir müssen also den Overall anziehen. Machen wir dann gerade mal. Scheinen ja keine Gegner hier unten unterwegs zu sein. Jetzt sollen wir uns in einen freien Tranquility-Sessel setzen. Und ich zeige mal gerade den Overall von außen. Sieht ja ähnlich aus wie unserer aus der Vault 101. Wahrscheinlich gab es da einen Schneider oder einen Designer für. Hallo, Sir. Hallo, Es tut mir Roboter. leid, aber ich bin gerade nicht in der Lage. Ach, schade, schade. Können wir hier rein? Mal gucken, wo uns das hinbringt. Ach, das bringt uns jetzt wieder nach oben. Okay, und die andere Tür. Ach, hier war auch noch ein Zugangscomputer. Der ist allerdings schwer. Das scheint eine ja, besser ausgestattete medizinische Station zu sein. Und können wir den hacken? Gerade schauen. Einmal speichern. 75er Wissenschaftsfähigkeit. Wir haben 64. Nee, schade. Kriegen wir leider nicht hin. Und ich glaube nicht, dass wir irgendeinen Anzug haben, der Wissenschaft plus 11 oder plus 12 gibt. Gut, hier haben wir noch die Zielperson Air Rockwell, die wohl in diesem Sessel drin sitzt. Einwohnerstatus. Okay, Puls, bla. Temperatur, Atemfrequenz, Stresslevel. Schauen wir uns das doch mal noch kurz an. Na, ja. Ist erhöht. Gut. Okay, weiter geht's. Der scheint dann wohl hier in diesem Moment, mal gucken, da in dem Sessel zu sitzen. Ja, sieht, kann man so dunkel erkennen, dass da jemand drin sitzt. Gut, dann gehe ich mal die ganzen Terminals erstmal durch. Das hier ist jetzt R. Rockwell, J. Rockwell, wahrscheinlich die Frau oder der Mann dazu.
Man weiß es ja nicht, wofür die Buchstaben stehen. Und ja, da sieht's auch relativ normal aus und ein etwas erhöhter Stresslevel. Okay. Tidusbaum. Ja, Puls ist etwas höher als bei den anderen, aber ein nicht nennenswerter Stresslevel. Ups, falsche Taste. Gut, da ist dann P-Newsbaum. Der hat wieder etwas niedrigeren Puls und nicht nennenswerten Stresslevel. Ja, was haben wir hier? G-Newsbaum. Oh, es scheint eine ganze Familie zu sein. Oder eine Polygamie, man weiß es ja nicht. Gut, weiter. W. Foster. Schaue ich auch mal noch kurz rein. Das scheint aber, glaube ich, auch soweit. Ja. Alles im grünen Bereich, mehr oder weniger. Gut, die Terminals sind ja alle grün. Unbesetzter Sessel. Okay, medizinische Fehlfunktion. Da sollen wir uns vielleicht besser nicht reinsetzen. Und ja, das ist derzeit unbesetzt, deswegen kriegen wir da auch keine Infos. Dann haben wir hier M. Simpson. Wie geht's dem denn? Ja, Puls normal, Stresslevel erhöht. Und M. Henderson. Wie sieht's bei dem so aus? Auch ein normaler Puls und ein nicht nennenswerteres Stresslevel. Gut, dann haben wir hier noch... Oh, Zielperson unbekannt. Warnung, Einwohnerstatus nicht verifiziert. Dem scheint es aber soweit ganz gut zu gehen. Bitte die Protokolle überprüfen. Okay. Potenzielle Programmschäden. Einwohner-ID kann nicht verifiziert werden, wenden Sie sich an den Leiter. Und der Stresslevel ist aber erhöht von ihm. Gut. Können wir da reingucken? Ja, da sehen wir auch, dass da jemand drin sitzt. Ja, aber genaueres können wir da leider nicht erkennen. Dazu ist die Scheibe etwas zu dreckig. Der hat aber, glaube ich, gerade geblinzelt, wenn mich nicht alles täuscht. Gut, dann haben wir jetzt hier noch jemanden. Der T. Didders. Oder die T. Didders, keine Ahnung. Ja, Puls... BD, okay, scheint ein Fehler vorzuliegen. Anomalie ermittelt. Die scheint uneinheitliche Messergebnisse. Die scheint nicht so ganz fit zu sein. Also 0 Grad, ist die schon tot? Und hier haben wir dann, genau, hier haben wir jetzt den leeren Sessel. Und da ist wieder Rockwell. Okay, das ist dann scheinbar der Sessel für uns. Den öffnen wir dann gerade mal. Oder aktivieren ihn. Und nehmen doch mal gemütlich Platz. Sieht ja gar nicht so schlecht aus. So, das Ding klappt runter. Und der Monitor geht an. Ah. Sieht mir nach Vorstadt aus. Und uha, blendendes weißes Licht. So, Desinfizierer ist nicht mehr aktiv. Wir haben einen neuen Erfolg. Wissenschaftliche Anstrengung freigeschaltet. Hallo. Schöner Tag heute, nicht wahr? Du sind sogar aufgestiegen. Sie wartet drüben am Spielplatz auf dich. Viel Spaß. Okay. Super, dann haben wir den Auftrag abgeschlossen, nach Vault 112 zu kommen. Und ja, widmen uns jetzt erstmal noch dem Aufstieg. Dann würde ich erstmal bei kleinen Waffen 5 dazugeben, bei Schleichen auch. Und ansonsten, was haben wir sonst noch? Reparieren und Wissenschaft. Dann gebe ich, glaube ich, erstmal wieder was auf Wissenschaft. Dietrich haben wir bei 80. Ich denke, das sollte fürs erste Mal reichen. Das meiste können wir jetzt öffnen damit. Außer halt diese ganz schweren Schlösser mit Dietrich 100. Ja, ich gehe erstmal auf Wissenschaft. Und bringe das auf 70 und haben wir noch einen über, den setzen wir auf Reparieren. Da haben wir da auch eine schöne runde Zahl. Jetzt sieht das doch wieder viel besser aus. Okay, weiter. Ja, und jetzt hier mit den, ja, mit den Perks müssen wir mal schauen. Waffenfreak will ich jetzt nicht schon wieder machen.
Insektenforscher. Ja, bringt es auch nicht so viel. Hier gebildet. Das hätten wir mal am Anfang machen sollen. Erhalten Sie bei jeder Erhöhung Ihres Levels 3 weitere Fähigkeitspunkte. Sollte am besten so früh wie möglich verwendet werden. Ja, deswegen bringt es, glaube ich, jetzt auch nicht mehr, das nochmal neu zu nutzen oder auszuwählen. Starker Rücken brauchen wir auch nicht. Wir sind ja eigentlich mit unserer Traglast bisher immer ganz gut ausgekommen. Ich mach mal Schnorrer. Da können wir auch was gegen unsere Munitionsknappheit machen. Hoffe ich doch zumindest. So. Noch ein Erfolg freigeschaltet. Friedensbotschafter. Gut. Und wir sehen gerade hier, wir sind jetzt hier ein kleiner Junge in dieser Welt. Und ja, wie es dann hier weitergeht, ich mache mal kurz einen Quick Save. Das sehen wir dann beim nächsten Mal. Ich mache hier an der Stelle jetzt einen Folgenstopp. Hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und ja, schauen wir uns noch ein bisschen um. Nö, ich glaube, wir, ja, machen wir hier einen Folgenstopp. Sieht doch ganz gut aus. Dann, wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Hoffe, euch hat die Folge gefallen und ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Hallo. Bis dahin. Ciao, ciao.